Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu einem, ja, leicht gruseligen Let's Play. Wirklich gruselig ist es nicht, denn es gehört zum Mario-Franchise, aber es ist Luigi's Mansion. Und ich habe dieses Spiel tatsächlich einmal gespielt, wie man da oben sieht, und zwar auch recht weit. Habe es allerdings nie komplett, also doch komplett durch. Also ich habe, glaube ich, den Boss geschafft, aber wie man da oben in der Ecke sieht, hatte ich 44 von 50 Buhus. Und mein Ziel ist es in diesem Let's Play, alle zu finden, und zwar wirklich alle. Und ja, das obwohl der letzte Spielstand, ich glaube, so circa 10 Jahre alt sein könnte. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von diesem Spiel und werde mich wahrscheinlich erstmal komplett, ja, verlaufen oder was weiß ich. Also ich werde überhaupt nichts mehr davon wissen. Ich weiß auch davon überhaupt nichts mehr, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Und da ist er ja auch schon, unser Protagonist. Es war damals auf dem GameCube bei der Revolution, dass nicht Mario der Protagonist ist, sondern sein Bruder Luigi. Und der hat anscheinend etwas gewonnen. Und zwar in einem Glücksspiel oder einem Gewinnspiel, in dem er gar nicht teilgenommen hat, hat er seine eigene Villa gewonnen. Und der leichtgläubige Luigi ist natürlich gleich mal auf den Weg dorthin. Und da sind wir auch schon, gleich in-game, im Erdgeschoss, im Foyer. Und man merkt schon, irgendjemand scheint wohl die Schlüssel vergessen zu haben. Und irgendjemand hat das Licht noch nicht angemacht. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Taschenlampe steuert man mit dem rechten, also mit dem C-Stick. Laufen tut man mit dem normalen Stick. Mario rufen wir mit A. Ja, stimmt. Ich glaube, hat Luigi das gewonnen? Ich weiß es nicht genau. Luigi ist auf jeden Fall auf der Suche nach Mario. So war das. Die Story habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber stimmt, wir rufen nach Mario, weil der sich... Ich glaube, Mario hatte das Haus hier gewonnen und Luigi ist auf der Suche, ihn zu suchen. Hatte Luigi es gewonnen und Mario hat sich das schon mal angucken wollen. Irgendwie sowas war das. Naja. Hier scheinen wir nicht durchgehen zu können. Nee, die Tür ist verschlossen. Da müssen wir wohl was anderes finden. Die ist auch zu. Dann müssen wir wohl wieder runter. Okay. Der Schlüssel fliegt. Landet plötzlich vor unseren Füßen. Dieses komische orangene Licht, was diesen Schlüssel dorthin geworfen hat, verschwindet in der Tür. Luigi, das ist kein gutes Zeichen. Ich hoffe, das weißt du. Dann schnappen wir uns mal den Schlüssel. Und ich würde vorschlagen, folgen wir mal diesem komischen, rätselhaften Licht. Jeder Normalsterbliche wäre ja abgehauen, aber gut, wir suchen ja immer unseren Bruder, der sich ja irgendwo hier auch befinden muss. Und der passt. Und wir gehen hinein. Luigi hat, glaube ich, ganz leichte Angst im Salon. Okay. Da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spuckigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spucken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren?
Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Also Kleiner, leg einen Zahn zu mir nach, Tempo, Tempo. Luigi war der Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut aufgepasst. Luigi, wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igits Geisterforschungslabor oder schlicht und ergreifend das Labor. Falls du Abkürzungen bevorzugst. Du hast diese Villa bei deinem Wettbewerb gewonnen, an dem du gar nicht teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon, seit ich ein ganz junger Kerl von 20 Lenzen war. Und ich sage dir eins, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich einen Spuk ausgewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Das ist... Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Und da haben wir auch schon die Einstellung. Da können wir jetzt nicht mehr was wählen. Feuer, Wasser oder Eis ausstoßen ist der linke Stick. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Also die L-Taste, nicht der linke Stick. Mit dem Staubsauger saugen ist R. Inventar einsehen war Z. Karte anzeigen ist Y. Mit dem Gameboy Horror untersuchen ist X. A ist öffnen oder untersuchen. B ist Taschenlampe ein- und ausschalten. Luigis Blicksrichtung wechseln. Luigi seitwärts steuern. Das haben wir schon soweit fertig. Was gibt's hier noch? Standard. Luigi steuern oder Luigi seitwärts steuern? Ich glaube, seitwärts steuern macht mehr Sinn, wenn wir mit dem anderen Stick die Richtung wechseln, ne? Machen wir mal so. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn das ist genial. Schreck weg 0816. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Halte die Taste gedrückt, um zu saugen, und bestimme die Richtung mit dem C-Stick. Jawohl. Das haben wir drauf. Ganz gleich, für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft und auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Also solltest du das hier einsetzen, nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Oder so ähnlich. Was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geister mögen es dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit deinem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug dran bist, halte die R-Taste gedrückt. Und halte den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung. Weg vom Geist. Versuch es doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Tauschen zuhörst. Okay. Das war schon mal falsch. Und denke daran, jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Control-Stick in die entgegengesetzte... Ja, habe ich verstanden. Ich habe ihn nur zu leicht anvisiert. Alter. Ja, ich weiß, wie es geht. Der verschwindet nur direkt wieder. Habe ich das falsch? Na, jetzt habe ich es richtig. So. Ja, wiederholt in die Gegensitzrichtung, um es möglichst einfach zu machen. Versuche möglichst nahe heranzugelangen, bevor du das Licht einschaltest. Blenden Sie mit dem Licht, wenn Sie in der Nähe sind. Klick, klick. Je mehr, umso besser. Hast du es verstanden? Okay. Ich verstehe nicht, warum die immer direkt wieder verschwinden. Ja, ich habe schon verstanden, wie es gehen soll. Aus irgendeinem Grund verschwinden die immer direkt. Na, jetzt ging's. Ja, die verschwinden direkt. Hä? Was mache ich denn falsch? Ja, ich weiß schon. Ich weiß, wie das funktioniert, nur aus irgendeinem Grund verschwinden die direkt.
Ja, nur 2, das ist recht wenig, da hast du recht. Ich habe den Control-Stick im Gegensatz zum Geist bewegt. Nur sobald die vom Licht geblendet wurden, sind die sofort wieder verschwunden, ohne dass ich es saugen konnte. Ja, 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 bla. Gehen wir mal zur Galerie. Allerdings scheint die Galerie noch ziemlich leer zu sein. Und da hinten befindet sich ein großer Raum, zu dem können wir aber später noch hingehen. Soweit ich das weiß, gehen wir erstmal wieder raus hier. Willkommen in der Galerie! Einst hatte ich 22 Gemälde in meiner berühmten Geistersammlung. Doch nun sind nur noch die Raben übrig. Heiliger Bimbam! Leider gibt es außer den beiden Statuen nicht mehr viel zu sehen. Aber sieh dich ruhig einmal um. Drücke den X-Knopf, um deine Umgebung mit dem Gameboy Horror zu untersuchen, den du von mir erhalten hast. Verdächtige Orte sollten ganz genau unter die Lupe genommen werden. Du kannst Gegenstände auch überprüfen, indem du den A-Knopf drückst und sie so schüttelst und rüttelst. Aber Finger weg von den engen Statuen. Hehe. Okay. Also gleich mal auf die Engelstatuen gehen. Okay, das ist der Gameboy Horror. Das ist übrigens der erste Auftritt von Professor Igitt überhaupt im Mario-Universum. Den gab es vorher nicht. Es gab vorher zwar schon den Dreck weg 0815 aus Mario Super Mario Sunshine, der wahrscheinlich auch von ihm entwickelt wird, wenn er den Schreck weg 0816 so nennt. Aber ich glaube, bestätigt ist das nicht. Ich wüsste zumindest von nichts. Und ja, das ist auf jeden Fall der erste Auftritt von Professor Igitt in irgendeinem Spiel von Nintendo. Und Luigi darf ihnen begegnen. Das ist sehr gut. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum das eben nicht funktioniert hat, aber... Gut, gehen wir hier mal raus. Hast du deinen Hunger noch kurz für heute gestillt, Luigi? Ja, zurück. Alles klar. Wo soll's hingehen, Luigi? Wir gehen zur Villa. Wir sind nämlich bereit, auch wenn das mit der Taschenlampe nicht richtig funktioniert hat, das wird schon irgendwie klappen. Sei vorsichtig, Luigi. Und damit wagen wir uns hinein in die Villa des Schreckens. Die erst vor einigen Tagen hier aufgetaucht ist. Und 22... berühmte Geistersammlungen, also berühmte Bilder von Geistersammlungen, sind plötzlich leer. Und Mario steckt also hier drin. Und den kennen wir doch auch. Toad, was machst du denn hier? Wow, steckst du noch Mario los? Was? Luigi? Oh, Spitze, du bist es, Luigi. Du hast es bisher geschafft. Ob bin ich froh, dem Himmel sei Dank, warum ich hier bin. Nun, Prinzessin Peach bat mich hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hier ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an, du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Ja, das machen wir schon. Keine Sorge, Toad. Jo, danke, Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Damit haben wir einen Speicherpunkt. Toad ist nämlich der Speicherpunkt. Immer wenn man speichern will, muss man zu Toad rennen. Und immer wenn in einem Bereich das Licht brennt, hat man den, glaube ich, abgeschlossen. So war das, glaube ich. Du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Ja, damit haben wir doch gerechnet, mein Lieber. Diese Fallen von euch. Okay, und was konnte man, glaube ich, mit diesem Spielgame machen? Irgendwie war das doch so, wenn man jetzt hier reinguckt. Oder kam das ja später? Ich weiß es nicht mehr alles. Ist auch schon so lange her. Kerzen kann man ausblasen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dass man später Feuer spucken kann, dann wird man das mit dem Feuer wohl wieder anzünden können. Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Liegt ein bisschen Geld rum. Das ist, glaube ich, auch wichtig, denn je mehr Geld man am Ende hat, umso besser wird die Bewertung, die man kriegt.
Da ich allerdings überhaupt keine Ahnung habe, wo sich hier Schätze befinden, es gibt auch große Schätze. So wie das hier zum Beispiel. Es gibt auch irgendwelche Rubine, Saphire, Diamanten, keine Ahnung, was es alles gibt. Und wie gesagt, das zählt dann alles für die Bewertung, da ich das Spiel, glaube ich, nur einmal durchgespielt habe. Und da überhaupt nicht auf sowas gesammelt habe, wie gesagt, das ist 10 Jahre her und ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, werden wir definitiv keinen Rekord aufstellen und so weiter und so fort. Wir werden garantiert auch nicht eine super gute Bewertung bekommen. Es ist mir einfach nur... Ich würde es einfach nur schön finden, wenn wir das Spiel überhaupt durchkriegen. Also nehmen wir mal den ganzen Dreck hier auf. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr Froschgrün? Nun, dunkle Räume bergen vielerlei Gefahren. Sie lieben die Dunkelheit und nun kriegen sie dich. Jetzt bist du dran. Buh. Die Witte ergeht wie zuvor diesem Rotköpfchen. Und dass du in der Dunkelheit umherirrst auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Macht sie auch Jagd auf. Keine Ahnung, was da stand. So, den haben wir diesmal gekriegt. Keine Ahnung, warum das im Trainingsgelände nicht funktioniert hat. Der ist weg. Na, noch einer? Ich finde das so geil, dass Luigi hier mitsingt. Die Musik ist einfach extrem geil und das Luigi's Mansion ist, wie ich finde, eines der besten Gamecube-Spiele. Weil es einfach was Neues gebracht hat. Und auf den Gamecube gab es viele neue Sachen. Pikmin wurde erfunden, was komplett Neues ist. Luigi's Mansion ist was komplett Neues, was es so noch nie gab. Und der Gamecube finde ich nach wie vor extrem schade, dass er sich nur so schlecht verkauft hat. Also, bei näherer Betrachtung, lauter Mottenlöcher. Pfui. Ich wusste gar nicht, dass Luigi auch reden kann. Ja, und tschüss. Damit haben wir den Raum geklärt. Bekommen ein kleines Schatürchen. Hat ein Schlüsselloch. Das Ding hat ein Schlüsselloch. Man kann es wohl also auch so öffnen. Und der Schlüssel ist also für den Raum, in dem wir uns gerade befinden. Also für diese Tür hier. Naja, dann schauen wir mal, was sich dort hinter befinden wird. Die Geister haben den Schlüssel auf jeden Fall gut bewacht. Das wird schon einen Grund gehabt haben. Ja, die Viecher da. Na also, ah. Gibt's Herzen, falls man Leben verliert? Leben verliert man, wenn die uns erschrecken. Beziehungsweise erwischen. Das ist eine neue Geisterart. Der hat doppelt so viel Leben wie die anderen. Kann uns aber auch nichts. Oh. Ist halt gefährlich, wenn mehrere Geister da sind und du den einen gerade fangen willst und der andere dich schlägt, dann verlierst du halt den einen. Also dann kannst du dich weitersaugen, der eine kann abhauen und der andere hat dir gleichzeitig Leben abgezogen. Ach, ich verstehe nicht, warum die manchmal direkt verschwinden, so wie jetzt. So, jetzt hat es wieder funktioniert. Immer noch nicht alle. Ich habe beide angeleuchtet, aber nur einen gekriegt. Naja. Ist ja jetzt gar nichts, ne? Jetzt haben wir den auch noch. Dann haben wir auch den zweiten Raum hier fertig. Okay. So, das Ding für die Herz. Das verliert gar nichts. Können wir da so rein? Okay, da brauchen wir gar keinen Schlüssel für.
im Ankleidezimmer, ja? Okay, dann saugen wir dich mal auf, Geistchen. Oh, eine neue Art von Geist. Eine neue Geist von Art. Der hinterlässt hier Bananen, wenn man darauf ausrutscht. Dann verliert man halt auch Leben. Ja, erstmal den da weg. Ich verstehe immer noch nicht, warum die manchmal direkt verschwinden. So, jetzt haben wir dich aber. Und auch der wirft während ein Einsaugbananen. Aber wir haben den. Dann aber wohl noch nicht alle. Da. Kumpel. War's das jetzt gleich mal? Sehr schön. Und auch dieser Raum hier ist clear. Da oben sieht man schon den Schlüssel. Den holen wir uns natürlich gleich mal runter. Und können damit einen weiteren Raum öffnen. Diesmal ist der A. Da vorne können wir jetzt durch. Nach links ist allerdings auch noch eine Tür, die nicht verschlossen ist. Durch die können wir allerdings auch durch. Gehen wir gleich mal. Vorher gucken wir allerdings noch, was hier noch so in den Schränken ist. Da ist wieder nur ein Herzchen drin. Da ist auch nur Kram drin. Hier geht's raus und da ist ein weiterer Toad. Wow, Mario, wo bist du nur? Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, 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 du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? So, Toad Nummer 2. Und auch bei dem können wir wieder speichern. Dafür sind die Toads nun mal da. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen zumindest einigermaßen voran. Haben jetzt hier oben schon einige Räume bereinigt und können uns jetzt mal in den anderen Gang umschauen. Hier gab es jetzt ja wirklich nicht so viel außer einem zweiten Toad. Ich weiß gar nicht, ob man alle Toads fangen musste oder so. Nicht fangen musste, finden musste. Wir können es auf jeden Fall da durch. Hm? Ah, wir werden angerufen. Mit dieser Luigi's Mansion Musik, die ich so geil finde. Na gut, gehen wir mal ran. Moment mal, Luigi! Ich bin's, Professor Yekind. Ah, ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die sie bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte zu untersuchen. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Es sollten hoffentlich zwei sein. Gehen wir hier mal rein. Hier befinden sich also äußerst ordentlich starke Geister, die aus einer Galerie entkommen sein könnten, ja? Oh, das ist doch schon fast wie eine Falle hier, ne? So wie der Kram hier ausgelegt ist, der führt uns angeblich in diesen Raum. Oder man will uns in diesen Raum da führen. Aber diese Tür befindet sich nicht auf der Karte und damit weiß ich schon, was es ist. Das sind nämlich sogenannte Fallen. Türen, die sich nicht auf einer Karte befinden, wenn man die öffnet, wird man erstmal voll von der Tür gegen die Wand geschlagen. Konnte man das nicht mit Saugen sogar überprüfen, ob es eine echte Tür ist oder nicht? Ja, diese Tür hier wackelt nicht, wenn ich dran sauge, diese hier schon. Und ich glaube, nur Türen, die wackeln, lassen sich auch tatsächlich öffnen. Da sieht man einen Schatten von einem Geist. Gut,
Man sieht einen Schaukelstuhl, der wippt. Und ich würde sagen, wir untersuchen das mal, wie uns aufgetragen wurde. Da könnte etwas drinstecken. What? Wir sollen das Herz untersuchen. Was heißt denn, da könnte etwas drinstecken? Wir können auf jeden Fall das Feuer entfachen. Wir sollen das Herz angeblich untersuchen, ja? Hoho, weiter so, versuch nur mich zu finden. Ich kann dich sehen, aber du mich nicht. Hohoho. Ich könnte dich aber sehen. Wir sollen das Herz nach Schwachstellen untersuchen, wurde uns von Professor Igitt gesagt. Wenn er geht, dann kann man ihn erwischen. Und deswegen können wir ihn jetzt einfach mal schön ansaugen. Und dieser Giftpilz sollte uns nicht erwischen. Tut er aber auch nicht. Damit haben wir den ersten Boss besiegt. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich Luigi's Mansion liebe. Ich liebe an sich Bossfights, also ein Spiel, was nur aus Bossfights besteht. Da hat man mir eine große Chance, also gut inszenierten, gut gemachten, abwechslungsreichen Bossfights natürlich. Könnte bei mir persönlich ja direkt meine Charts von meinen Lieblingsspielen erobern. Und Luigi's Mansion hat sehr viele Bossfights und nur sehr wenig kleine Geister. Also schon, hat schon einige kleine Geister, aber das, der Großteil besteht aus Bossgeistern, die sich alle anders besiegen lassen. Und das finde ich persönlich noch ein Teil... Also damit finde ich Luigi's Mansion 1 auf jeden Fall einen Ticken besser als Luigi's Mansion 2, was zwar sehr, sehr geil ist, aber für mich halt so wenig, ja, hat halt jedes Level, jedes Kapitel nur einen Bossgeist. Und das fand ich hier einfach abwechslungsreicher. So, öffnen wir mal die Truhe, die er uns hinterlassen hat. Und hinternehmen. Und entnehmen den Schlüssel, der für das Zimmer dort ganz hinten links gemacht ist, für das Arbeitszimmer. Weil sind wir jetzt gerade im Arbeitszimmer? Ne, wir sind gerade im Arbeitszimmer, ne? Also wie gesagt, der erste Bossgeist ist geschafft. Und wir haben jetzt einen Schlüssel für diese Tür. Was ist denn wohl hinter dieser Tür? Luigi, du musst da schon durch. Das ist der einzige Weg. Ist sie. Ist mein Hahnchen reisend? Natürlich verbringe ich viel Zeit mit der Pflege. Ich war zu Tode gelangweilt, als ich dieses Gemälde feststeckte. Nun verbringe ich meine ganze Zeit vor dem Spiegel. Auch wenn das Leuten Angst einjagt, hat sich doch alles zum Guten gewendet. Sie bringt den ganzen Tag vor dem Spiegel und sie macht sich Sorgen um ihre Haare. Was sagen ihre Haare nur, wenn der Wind sie zerstört? Der Wind hat ihre Haare zerzaust, das gefällt ihr natürlich gar nicht. Das ist natürlich unsere Chance jetzt, hier mal den nächsten Bossgeist zu fangen. Allerdings ist sie entkommen. Uns gibt es nur eine Möglichkeit, wir müssen das Fenster erneut öffnen. Und sollten jetzt versuchen, sie aufzusaugen. Bam! Das kann man schon als zweiten Boss nennen. Ich meine, die haben bislang keine Gegenwehr geleistet, sind ja auch am Anfang gespielt, aber... Man muss schon kleine Rätsel lösen, um die zu besiegen. Bei dem einen musste man halt nur dann zuleuchten, wenn er wirklich gähnt. Und bei ihr war halt die Möglichkeit, ihr Haar zu zerzausen, indem man das Fenster öffnet. Beziehungsweise die Gardine vor dem Fenster wegzieht. Und da hinten sieht man den Toad auf dem Balkon, den wir bereits gefunden haben. Hm.
Babygeschrei. Haben wir gerade Mama und Papa erledigt und nur noch das Baby ist übrig. Ich würde sagen, bleibt nichts anderes übrig, als mal kurz hineinzugehen. Das Ganze sieht tatsächlich extrem nach Babyzimmer aus.